sondern mit Fakten, welche man in der Augsburger Allgemeinen über die Gesundheitspolitik nachlesen kann. Die Einführung vom Landespflegegeld, es ist eigentlich nichts weiter bei der CSU-Blendgranate im Wahlkampf, und die Aussage vom Gesundheitsminister Jens Spahn, dass einfach 100.000 Pflegekräfte doch in der Woche 3 oder 4 Stunden mehr arbeiten sollen, haben wir heute unser Pflegeproblem gelöst. Bei Stolzen, der Hobby-Gesundheitsminister, das eigentlich vor, der soll doch mal selber in ein Heim gehen, soll die Arbeit mal für einen Monat verrichten, inklusive Schichtdienst, eine Lohe auf der Nachtschicht mit 30 zu Pflegenden umeinander schlagen, und dann kann er sich wieder vor der Zeitung setzen. Und dann kann er sich wieder vor der Zeitung setzen und so einen geistigen Erguss zum Besten geben. Nein, mit sowas kann man Pflegenotstand nicht verringern. Allein dieses Beispiel zeigt doch auf, wie weit entfernt von der Realität die aktuelle Politik doch ist. Eine Verringerung der Bürokratie war doch da der bessere Ansatz. Einmal ein Beispiel. Mit einem MDK, mit der Heimaufsicht, Berufsgenossenschaft, Gewerbeaufsicht, Brandschutz, Versicherer und so weiter, kontrolliert eine Institution nach der anderen die Einrichtungen und die Pflegedienste. Mit teils widersprüchlichen Aussagen werden die Einrichtungen mit Vorschriften zugedeckt, welche wertvolle Arbeitskapazität und Kapital binden, welches dann in der Pflege fehlt. Somit wird der Mensch, der Patient, garantiert nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Und auch die Vorstellung, den Ärztemangel damit zu bekämpfen, dass die praktizierenden Ärzte 5 Stunden pro Woche länger arbeiten sollen, ist auch so eine Blitzidee. Im gleichen Zusammenhang gefallen. Welcher Allgemeinmediziner hat denn zu seinem normalen Pensum so minigstens 5 Stunden pro Woche übrig, der er dann einmal nicht am Golfplatz verbringt, weil er so einfach aus die Rippen schneiden kann, um mehr zu praktizieren? Auf eine Frage dann noch durch den Herrn Spahn, das Ganze so zu beantworten, dass doch niemand gezwungen sei, Allgemeinmediziner zu werden, das ist an Überheblichkeit dann wirklich nimmer zu überbieten. Sie brauchen einen Notarzt, dann werden Sie vermutlich in Zukunft erst einmal eine App aktivieren müssen. Laut Jens Spahn, wenn nämlich die Damen und Herren in der Rettungsleitstelle bei einem Anruf einmal Nein sagen können. Also quasi eine Telefondiagnose. Es gäbe eine App, in welcher mit 20 bis 30 Fragen oft eine bessere Diagnose gestellt werden könne als beim Arzt selbst. Das sagt der Mann. Das sind Originalzitate. Meine Damen und Herren, ein Gesundheitsminister, welcher mit dieser Aussage die Kompetenz der niedergelassenen Ärzte in Frage stellt, das ist kein Gesundheitsminister, das ist ein Clown. Die Hausärzte, zu welchen normalerweise jeder eine Vertrauensbasis aufbaut, sollen durch eine App ersetzt werden. Ist es das, wo sich die CSU vielleicht unter Digitalisierung vorstellt, wie da immer so getönt,